Hallo, ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet von der Stiftung Warentest. Das ist dieses Buch. Wirksame Medikamente sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Behandlung. Nicht jedes zugelassene Medikament ist therapeutisch wirksam und sinnvoll. In diesem Buch legt Stiftung Warentest die Ergebnisse einer der größten vergleichenden Arzneimitteluntersuchungen, die in Deutschland je unternommen wurden, für jeden verständlich offen. Sie erfahren für eine Vielzahl von Krankheiten, welche medikamentöse Behandlung die Wissenschaft derzeit für die erfolgreichste hält und welche Mittel wirklich helfen. Erster Punkt. Testtabellen mit Bewertungen von geeignet bis wenig geeignet und Erklärungen zu jeder Krankheit. Zweiter Punkt. Medikamente im direkten Vergleich rezeptpflichtig und rezeptfrei. Dritter Punkt. Beschreibungen von Wirkstoffen, Hinweise für ihre Einnahme. Vierter Punkt. Für Laien verständlich mit speziellen Tipps für Kinder, Schwangere und Ältere. So, das Buch hat hier erstmal, was kostet es eigentlich? Das Buch kostet 29,90 Euro, die habe ich auch bezahlt. Es gibt geeignet, auch geeignet, mit Einschränkung geeignet, wenig geeignet, grün, hell, grün, gelb und rot. Und es wird hier gezeigt, wie das aufgebaut ist in der ersten Klappe. Dann geht es los, Medikamente im Test. Da steht auch nur, das heißt, so hier steht auch nicht, wann das erschienen ist, was mich so ein bisschen irritiert. Na ja. Hier steht noch was. 2017, da steht hinten drin. Ich weiß nicht, was ich nach hinten geschrieben habe, ich kenne das eher. Vorne. So, also ist aus dem letzten Jahr, da habe ich das auch gekauft. So. Inhaltsverzeichnis. Als erstes geht es los, wie das Buch zu lesen ist. Das sind 10 Seiten. Dann kommt Haut und Haare. Danach kommen die Augen, die Ohren, Mund, Hals, Atemwege, Magen, Darm, Leber, Galle, Harnwege, Nieren, Geschlechtsorgane, Sexualhormonsystem, Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Nervensystem, Bewegungssystem, allergische Erkrankungen, Schmerzen, Fieber, Entzündungen, Infektionen, Alkohol- und Nikotinabhängigkeit, Übergewicht und dann endet das Ganze mit einem Stichwortverzeichnis, Sie haben es Register genannt. Das ist wahrscheinlich was für Bürofetischisten, das Ganze hier. So. Und es geht jetzt gleich weiter mit, wie das Buch zu lesen ist. Tschüss.